Beten Sie jetzt mit mir. Wir werden im Namen Jesu beten und im Wort Gottes für Befreiung und Wunder stehen. Mögest du in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes überfließen. Eine Frau namens Gloria, die derzeit in Colorado lebt, stand kurz davor, ihr Zuhause wegen fehlender Hypothekenzahlungen zu verlieren. Sie konnte sich keine Krankenversicherung leisten und ihre finanzielle Situation war so verzweifelt geworden, dass sie online nach einem Gebet suchte, das sie im Lotto gewinnen lassen würde. Mit aller Kraft ihrer Seele betete sie dieses Gebet. Mirakulöserweise wurde ihr Gebet 2 Wochen später erhört, als sie alle 6 Zahlen in der Lottoziehung traf und einen Preis von über 9 Millionen Dollar gewann. In dem heutigen Video werde ich das mächtige Gebet teilen, das Gloria rezitiert hat. Ich versichere Ihnen, dass Sie, wenn Sie es mit all Ihrem Glauben und Ihrer Überzeugung rezitieren, der nächste Lottogewinner werden können. Lotterie gebet. Herr Jesus, ich trete heute vor dich hin und suche ein Wunder für eine sehr schwierige Situation in meinem Leben. Du weißt bereits alles, mein Herr. Du siehst alles und du bist allmächtig. Für dich ist nichts unmöglich, deine Kraft übertrifft alles und jeden. Deshalb komme ich heute vor dich, so wie ich bin, in meiner Schwäche und meinen Sünden. Ich bereue meine Sünden, ich bekenne meine Sünden von ganzem Herzen. Bitte vergib mir. In deinem Namen vergebe ich allen anderen, was sie mir angetan haben. Ich verleugne Satan, die bösen Geister und all ihre Werke. Ich gebe dir mein ganzes Selbst, Herr Jesus, jetzt und für immer. Ich lade dich in mein Leben ein. Ich akzeptiere dich als meinen Herrn, Gott und Retter. Heile mich, verändere mich, stärke mich im Körper und im Geist. Ich liebe dich, Herr Jesus. Ich lobe dich, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus. Herr Jesus Christus, hier bin ich wieder und bitte dich, das zu tun, was nur du in meinem Leben und in meiner aktuellen Situation tun kannst. Das Wort Gottes sagt mir, dass du gestern, heute und für immer derselbe bist. Für dich ist nichts zu klein, keine Bitte ist zu groß. Du bist schließlich der Herr, der Wunder vollbringt. Ich bitte dich, Herr, mich wahrhaftig und gründlich zu heilen. Hilf mir in meinen Beziehungen, hilf mir in meinen Finanzen, unterstütze mich in meinen Entscheidungen. Schließe die falschen Türen und öffne die richtigen. Beschütze mich vor allem Bösen. Befreie mich, Herr, von meiner Tendenz, mich zu sorgen und ängstlich zu sein, während ich darauf warte, dass du meine Gebete beantwortest. Zeige mir heute, wie du für mich kämpfen wirst, und wenn es dein Wille ist, Herr, zeige mir deine wunderbaren Wege. Herr, das ist die Bitte, die in meinem Herzen ist, das ist die Notwendigkeit, die erfüllt werden muss. Bitte hilf mir in diesem Moment. Bitte, ich bitte um alles, was ich brauche, und glaube in meinem Herzen, dass ich es erhalten werde. Schreibe es im Kommentarbereich mit vollem Glauben an Gott. Lieber Gott, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich mit diesem Gebet zu dir kommen lässt, anstatt mich auf andere Dinge zu verlassen. Vergib mir, wenn ich mich auf meinen Job und andere Menschen anstatt auf dich verlassen habe. Danke, dass du mich nicht vergessen hast, Herr. Ich glaube, dass du bereits begonnen hast zu wirken. Hilf mir, mich daran zu erinnern, dass du alles bist, was ich in meinem Leben brauche. Hilf mir zu verstehen, dass du mich führen wirst, du wirst meine Bedürfnisse befriedigen. Ich möchte lernen, dir jeden Tag zu vertrauen. Ich möchte auf deinem Weg gehen, nicht auf meinem eigenen. Ich möchte dir folgen und ich bitte dich, mich zu retten und in mein Leben zu kommen. Ich beanspruche dein Versprechen, dass du, wenn ich dir vertraue, alle meine Bedürfnisse erfüllen wirst. Herr, mein Fels und Erlöser, danke, dass du meine Hilfe in Zeiten der Not bist. Ich möchte glauben, dass du fähig bist, mehr zu tun, als ich je gedacht habe.
ich möchte im Glauben auf deinem heiligen Weg gehen. Gott, bitte bring ein Wunder in mein Leben. Ich weiß, dass du das Unmögliche in meinem Leben tun kannst, und ich vertraue auf deine Versprechen. Danke, dass du ein Gott bist, der meine Bedürfnisse sieht und hört. Dein Name sei für immer gesegnet. Ich biete dieses demütige Gebet jetzt dir an. Amen. Geben Sie Amen ein, wenn Sie an Wunder glauben. Sehen Sie sich diese wichtige Nachricht jetzt an.